herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic mit dem Ameisenkönig und unserem allseits beliebten und super sexy Sith Inquisitor Vardonos. Wir befinden uns immer noch auf Voss, dem neu entdeckten Planeten, relativ neu entdeckten Planeten. Und die Mystiker haben uns jetzt hier in eine Prüfung gesteckt, wo wir den ersten Teil durch Try and Error rausgefunden haben, was wir zu sagen hatten. Damit die auch glauben, dass wir Mystiker wären. Wir absolvieren halt so eine Art Prüfung für den Beruf, den die halt ausüben, oder religiösen Beruf, wie so Priester, die halt Visionen haben. Und wir versuchen uns hier durchzumogeln. Und es scheint zu klappen. Oh, was passiert jetzt hier? Das ist wieder ein Trick, oder? Die wollen uns testen. Unsere Zeit ist knapp. Ein Mystiker muss uns heilen. Keine weiteren Rätsel. Das ist wieder ein Test, ich merke es schon wieder. Soll mich das etwa kümmern? Um Leben zu geben, müsst ihr es erst nehmen. Das ist keine Antwort. Ich bin doch wohl zu hören, oder? Ich bin mir nicht sicher. Muss ich das jetzt machen oder ist es wieder hier ein... Das kann falsch sein, mach's lieber nicht. Oder mach was das genaue Gegenteil. Ich bin mir nicht sicher. Nee, wir müssen nur an diese Feuer ran. Ein Bonfire. Nein, ein Ruffeuer. Achtung, was ist das denn jetzt hier? Blut, ich sehe Blut. Oh ja, geil. Blutrausch, Blutrausch. Warte, das ist wieder ein Blutrausch. Irgendwas, was hat das für ein Blitz gerade? Gehen? Aha. Das geht jetzt zum... Hä? Ach, das Datacron oder das Holocron dort sammelt irgendwie die Macht der Geister, die wir hier gerade hier niederstricken. Interesting, interesting. Zack. Nein, ihr seht mich trotzdem. Was ist das denn? Im Traum bin ich nicht unsichtbar. Ich kann nicht unsichtbar werden. Ich habe keine Ahnung. Alter. Auf jeden Fall macht keinen Schweiß. Auf jeden Fall geht er gerade richtig down. Heftig. Nein, lass keinen Fall in Ruhe. Oh, ob ich das noch schaffe hier? Na, los. Nee, scheiße, verkackt. Verkackt. Tut mir leid, Cam. Egal. Den machen wir auch so fertig. Zack. Nur Problemo. Piu, 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 piu. Wir spielen erstmal mit unserem Raumschiff rum. Ja, ich bin auch noch nicht ganz sicher, was so bei rumkommt, wenn wir dann wirklich Mystiker sind. Aber wir wollen natürlich, dass die Voss sich dem Imperium anschließen, denn die Republik und das Imperium sind natürlich gerade dabei, die Voss auf ihre Seite zu ziehen, die jeweilige. Weil Voss noch gar nicht weiß, was ist denn das hier für ein Krieg? Hallo, wer will uns helfen, wer nicht? Und da eigentlich beide Parteien irgendwie die Stiefel lecken von den Voss, ist das alles scheiße. Also die Voss sollten sich eigentlich neutral verhalten wie die auf Manaan. Die Selkas heißen die doch, ne? Ja. Das wäre cool. Aber gut. Mal schauen, was so passiert. Ach du Heilige. Albtraumbestie heißen die übrigens. Oh, okay. Muss uns, glaube ich, nicht so wirklich interessieren, aber ja, good to know. Good to know. So. Was geht ab? Heilkristall. Ist gar kein Holocron. Drei Prüfungen bestanden. Die vierte wird dann sicher auch bestanden werden. Ja, mit Sicherheit. So, was haben wir da vorne? Ich bin ja wieder richtig im Vardonos-Feeling hier mit dem an allen vorbeischleichen, nichts machen. Obwohl ich natürlich die extra Erfahrungspunkte sicher gebrauchen könnte. Ich hatte keinen Bock zu. Nein! Die haben mich gesehen! No Chance! Du bist getarnt? Ich bin getarnt, aber kann mich nicht tarnen. Klasse, hat geklappt. Wow. Alter. Was sind das für Riesenfinger? Viecher, Prüfungsgelände. Mutant. Mutant. Hallo? Oh, die muss ich wahrscheinlich töten. Ja, es war klar. Ach, egal, komm. Ab in den Kampf, Junge. Und wegen diesen dreckigen Phantomen und Bestien und so ein Scheiß hier irgendwie einschüchtern lassen. 20, ja.
Auf die 20 kann ich echt drauf kacken. Ne, ich bin einfach zu faul dafür. Was ist mit Kempfahl? Der hat der Lugger dort hinten rum. Was macht Kempfahl denn wieder? Oh, heilige Scheiße. Ciao. Und Kempfahl ist. Und Kempfahl ist. Und Kempfahl ist. Ah ja. Laufen die noch hinter mir her? Bin ich noch im Kampf? Nee, bin ich gar nicht mehr. Doch, bin ich. Ach, du Scheiße, schnell. Lass mich doch in Ruhe. Nein. Oh, oh. Ja, das gibt's nicht jetzt. Sind die mir... Haben die mich wirklich auf dem Kicker? Das kann ja nicht wahr sein. Lass mich doch. Schnell weg hier. Lasst ab von mir. Oh, was ist denn das denn jetzt? Wie lange verfolgen die mich denn? Sag nicht, dass sie mich hier überall hin verfolgen. Alter, ich bin schon 10-mal hier um Block gelaufen. Die sind immer noch hinter mir. Das gibt's nicht. Und ich brauche noch 25 Sekunden für meine Machttarnung. Damit die wieder am Laufen ist. Ey, das ist doch wohl echt nicht wahr. Muss ich die jetzt wirklich alleine meucheln? Glaube ich spinne. Sowas aber auch. Gar keinen Bock zu. Und zack und zack. Hammerart. Kämpfer, was machst du für einen Schweiß? Jung. An der Arbeit. An der Arbeit. Ja, genau. Die Ausrede hätte ich auch gebracht. Krass. Piu, 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 piu. Oh, es macht so Spaß. Alles klar, was geht ab? Ja. Und jawohl. Hi, Süße. Fremdling, wir sind beeindruckt. Die Prüfungen sind für die Mystiker. Trotzdem habt ihr überlebt. Hey, sie weiß, dass ich ein Fremdling bin. Ich bin besser als ein Mystiker. Ich bin überaus mächtig. Es bleibt noch Zeit zu scheitern. Visionen zeigen unser Schicksal. Überleben hängt davon ab, was ein Mystiker sieht. Ein Mystiker beschützt die Voss. Er muss unseren Gegner kennen. Ah. Kommt zum Punkt. Spart euch die Mystiker-Philosophie. Sagt mir einfach, was ich töten soll. Ihr geht davon aus, dass es getötet werden kann. Ja, gehe ich immer von aus. Was? Ach du, was ist das denn jetzt hier? Gaumakrieger. Ja, davon gehe ich immer aus, dass alles getötet werden kann, außer ich. So, gib ihm Kämpfen. Junge, der will irgendwas machen hier, so eine Scheiße. Der macht ja Bomben, nee, was ist das? Flammenteil. Lass den Quatsch, Junge. Das geht natürlich nicht. Kämpfer, mach doch keinen Quatsch hier. Oh ja, Kämpfer ist ziemlich am Ende. Ich kann da gerade wenig machen, außer selber draufhauen. Alter, lass Kämpfer in Ruhe. Los, meucheln. Jawohl, geschafft. Ja, ja, ja. Hör mit deinen Ausreden auf, Alter. So. Wo bist du hin? Da hinten durch. Oh, das ist ja... Oh, was ist das denn? Ist ja alles kaputt. War ich das? Nee, das war schon eben so, oder? Ich muss mal nicht hier... Nee, ich kann auch hierher, oder? Kann ich hierher? Sag mir nicht, dass ich hier außenrum wieder herlaufen muss. Alter. Veräppel mich nicht. Ich muss doch hier dran, oder? Betritt die Visionskammer nicht, ich muss oben rum. Ah, okay. Visionskammer. Ah. Jetzt gleich gehen wir so eine Kammer, wo wir dann so eine Vision haben werden. Interesting. Ja, da hinten müssen wir, glaube ich, lang. Oder? Ja, ach da, da ist der Eingang. Ja, ich sehe es jetzt. Haha. Ich bin auch manchmal blind. Ach, hier oben sind ja auch Viecher, habe ich gar nicht gesehen. Oder können wir da oben her? Nee. Müssen da hinten leer. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Aber wie lange wir schon hier an der Planetenquest dran sitzen und ist gar nicht so schlimm, finde ich, oder? Hier sicher auch nicht, oder? Dürfen wir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Planetenquest hier haltet. Ich meine, die letzten auf Alderaan und so waren ja, ja. Aber dieses Mystiker-Gelaber von den Voss ist eigentlich echt interessant. Überrascht mich echt positiv. Also, ich meine jetzt wirklich so. Ich veräpple euch nicht, wenn das einer denkt. Ah, ach so. Jetzt sind wir wieder aus dem Traum raus. Aber ich weiß nicht genau, ob das auch einer ohne Macht, ein nicht machtempfänglicher Typ wie Kopfgeldjäger und
imperialer Agent machen könnten, diese Planetenquest. Ich meine, das ist ja jetzt hier alles ziemlich auch ein bisschen außenrum. Mit Macht hat das auch zu tun, oder? Mit Machtempfänglichkeit oder sind wir die, oder tun wir einfach nur so, als ob wir das alles könnten? Ich verstehe es gar nicht so richtig. Obwohl es interessant ist, ja. Es widerspricht sich vielleicht, aber es ist trotzdem interessant, dass ich es nicht verstehe. So. Vielleicht können die uns hier mehr sagen. Ah, meditieren. Ah, okay. Oh, es gibt sogar eine extra Visionstafel. Da drauf ist gleich, so, kommt so ein, so ein Bildschirm raus und zeigt uns alles. Brutal, alle Visionen. Aber effektiv. Ich bin Magra Su. Alle Anwärter müssen vor mich treten. Die Prüfungen sind gefährlich. Ich begegne mehr Toten als Lebenden. Eure Toten waren schwach. Versager verdienen die Kräfte der Mystiker nicht. Die meisten Überlebenden besitzen sie bereits. Die Mystiker führen die Voss. Die Prüfungen zeigen ihnen wie. Nur jemand mit dem Verständnis eines Mystikers kann die Gormax besiegen. Ihr habt bestanden. Großartig. Und jetzt belohnt mich, komm schon. Ich habe eure Spielchen mitgespielt. Ich erwarte eine Gegenleistung. Fremde haben eine seltsame Wertvorstellung. Die Prüfungen bringen Klarheit. Die Kraft eines Mystikers wird geweckt. Ihr habt gelernt zu sehen. Euch wird eine Vision gewährt. Ich dachte, das wäre unmöglich. Wie kann ich eine Vision haben, wenn ich kein Mystiker bin? Ich werde sehen. Ihr sagt mir, wohin ich blicken soll. Seht euch die alten Tafeln an. Eine Vision wird kommen. Konzentration. Eure Vision wird kommen. Wenn wir unsere Gegner besiegen wollen, muss der ehemalige Schüler von Sesh sterben. Aha, Thanaton. Ach, das ist interessant, dass die Planetenquest auch noch entsprechend den Klassen ist. Oh Mann, geil. Ihr werdet scheitern, Thanaton. Ich habe nicht vor zu sterben. Wenn die Zeit kommt, werde ich nicht um eure Erlaubnis bitten. Die Vision ist vorbei. Ihr habt gesehen, was kommen wird. Zeigt mir mehr. Das bringt mich nicht weiter. Seht noch einmal. Die Vision ist vorbei. Ein Mystiker sieht. Die Voss reagieren. Die Prüfungen sind vorbei. Geht jetzt. Oh, was soll das jetzt heißen? Ey, ich will mehr wissen. Hammerhart. Aber interessant, dass die sich hier auch extra auf die Ausdauerwillenskraft. Ja. Das nehme ich. Oder? Nehme ich das? Nee. Ach, warte mal. Willenskraft, Präzision. Oder für Kempfahl. Ah, das wäre für Kempfahl besser. Ja, mehr Ausdauer. Alles klar. Zack, 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 zack. Wo haben wir es denn? Ach Gott, ich sehe gar nichts, ey. Oh, mein Inventar. Bitte lass das irgendwie sich von selbst aufräumen. So. Zack. Perfetto. Ja, das ist sehr interessant, aber weiß natürlich. Ich dachte, das würde länger dauern, aber trotzdem nicht schlecht, dass die halt nochmal die Erzfeinde der einzelnen Klassen hier aufgelistet haben. Oh, was war das denn? Ups, Entschuldigung, das war ich. Hier, ich war das. Sergeant Darst. Oh, okay. Dann gehen wir da mal die Quest ab. Pilger, was war das? Keine Ahnung. Wir können ja zum Glück hier alles per Schnellreise erreichen. Und per Taxi-Terminal auch. Da habe ich, glaube ich, alle bisherigen auch erkannt. Entdeckt. So. So, dann sag mal, was jetzt hier abgeht. Was haben wir gemacht überhaupt? Ah, nee, das war gar nicht die Quest. Das ist die Geschichte im Außengelände und unsere Quest. Sprich mit. Ach, da unten. Tales in Fahl. Oh, okay. Dann schneide ich hier und dann sehen wir uns bei unserer Kollegin wieder. Bei Kallis Büro. Genau, bei Kallis. Ja, bis gleich. Ihr seid nicht umgekehrt. Das ist eure zweite Warnung. Sichere Reise. Sichere Reise? Hier ist meine Antwort. Ihr greift nicht einfach meine Machtbasis an und wünscht mir dann eine sichere Reise. Ihr habt keine Machtbasis auf Voss.
Junge, dann ja auch nicht. Haha, ich bin Mystiker, Alter. Die haben echt gar keine Ahnung, was die für Scheiße labern, ey. Hammerhart. Pisst euch. Krass, die greifen einfach meine Leute hier an. Finde ich ja gar nicht cool. Wenn, dann mache ich das selber, aber nicht irgendwelche anderen Leute. So, willst du also aufs Maul? Ja, gerne. Gar kein Problem. So, wirklich gar kein Problem. Mach ich gerne. Ciao. Ach, Boss-Niederstrecken macht genauso viel Spaß wie bei den Gormak. Interessant. Was, seht ihr mal, was die für einen Scheiß hier gemacht haben, Alter. Wie lange die wahrscheinlich hier schon dran gearbeitet hat, ey. Was habt ihr getan? Ihr könnt nicht einfach einen Voss töten. Habt ihr eine Ahnung, wie viel Mühe es das Imperium gekostet hat, dass uns dieses Volk freundlich gesonnen ist? Wir müssen hier aufräumen, bevor jemand nach ihnen sucht. Und ihr solltet hoffen, dass niemand gesehen hat, wie sie hergekommen sind. Vernichtet die Leichen. Kein Problem. Nee, lasst es wie ein Unfall aussehen. Werft sie raus und überlasst sie den wilden Tieren. Die Voss sollen glauben, dass sie angefallen wurden. Ja, mein Sith Lord. Hoffen wir nur, dass niemand die Brandspuren an ihrer Kleidung bemerkt. Ich studiere die Voss seit 20 Jahren und ich denke, ich habe das eine oder andere verstanden. Ich verstehe die Albtraumlande, aber ihr müsst einen traumwandelnden Gormak finden und einen Traumstein aktivieren, um Albträume zu bekämpfen? Ja, genau, so in etwa. Es ist egal, ob ihr es versteht. Könnt ihr mir helfen? Hör zu, es tut mir leid, ich begreife das einfach nicht. Ein traumwandelnder Gormak, der Albträume bekämpft? Was wäre das? Ein Gormak, der die Macht nutzen kann? Ich weiß nicht, was ihr vorhabt, geschweige denn, wo ich einen finde, der das kann. Wir suchen einfach einen machtanwendenden Gormak. Wo ist das Problem? Nach meinem Verständnis ist Traumwandeln ein Machtritual. Hilft das? Nicht viel. Eines kann ich euch sagen. Die Gormaks hassen die Voss und sie benutzen die Macht auf keinen Fall. Sie nennen die Voss-Mystiker Albträume. Das, was der Rolle der Mystiker am nächsten kommt, sind ihre Schamanen. Ende des Kapitels, Ende der Geschichte. Was? Ja, da müssen das die Schamanen sein. Oder? Überhaupt keine Machtanwender? Diese Schamanen haben keine besonderen Fähigkeiten oder seltsamen Praktiken? Keine, von denen ich wüsste. Nein, Moment. Es gibt eine mysteriöse Gormak-Legende von einem Schamanen, der im Schlaf fremde Orte besucht hat. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber tief im Gormak-Gebiet gibt es einen Versammlungsstein. Wenn ihr in der Nähe Traum wandelt, findet ihr vielleicht noch einen Wandler. Es tut mir leid, dass ich euch nicht mehr helfen kann, mein Sith Lord. Nichts für ungut, aber diese ganze Machtgeschichte ist total verrückt. Ach ja, passiert. Interessant, das ist ja ein echt geiler Vorschlag. Ich sag mal, wenn wir irgendeinen treffen wollen, der zum Beispiel schwimmt, ein Schwimmer, wo gehen wir dann hin? Natürlich dort, wo er schwimmt, ins Wasser. Wir gehen also in die Nähe von den Gormak und Traumwandeln da. Ich meine, wir sind ja da in derselben Welt. Ist ja ziemlich gleich da alles. Wie in einer zweiten Welt. Und dann müssten wir da einen treffen. Ganz genau. In der Traumwelt. Wo hatte man das schon mal? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Traumwelt. Yo, notwendiges Opfer. Wer ist hier ein notwendiges Opfer? Ich nicht. Okay. Ja, eigentlich ist es jetzt unsinnig. Ja, okay, wir können mal eben hinfliegen und dann die Folge beenden. Ich meine, wir sind jetzt hier schon bei knapp 20 Minuten. Das ist, ja, eigentlich nicht mehr irgendwie relevant. Kann ich hier auch runter? Nee, ist Glas. Ah, wer macht denn hier Glas hin? Hammerhart. Ich bin ja einer, der immer gern abkürzt. Und dann tun die da Glas hin. Na, unglaublich. Ja, egal. So, die Planetenquest. Wo führt uns dann die Planetenquest hin? Ich glaube, wenn wir auf dem Gleiter sitzen, können wir uns die Planetenquest... Ach, verdammt nochmal, diese Fenster. Angucken. Willkommen. Bitte wählen Sie ein. Ja. Okay, was sagt denn die Planetenquest? Der Gormak-Krieg.
Das Imperium will ein Bündnis mit den Voss schließen. Du hast erfahren, dass ein Voss-Kommando-Außenposten Hilfe dabei braucht, die Gormax zu bekämpfen. Den verhassten Feind der Voss. Melde dich beim Kommandosoldaten Telsin Fall und sieh, was du tun kannst, damit die Voss dem Imperium etwas schuldig sind. Achso, wie als jetziger Mystiker und dem Angehöriger als der Voss können denen jetzt anscheinend so helfen. Beim Kampf gegen die Gormak. Aber ich sehe schon, dass wir sind jetzt hier schon Level 47, aber die Quest ist schon Level 46. Das ist interessant. Ich müsste also eigentlich hier zum Beispiel jetzt Red Reaper machen. Das gibt so viel Erfahrung mit Gruppenfinder-Einführung und aufkommende Konflikte. Guck mal, Gruppenfinder-Einführung und aufkommende Konflikte gibt mehr Erfahrungspunkte als die als der Flashpoint an sich. Super geil. Mann, da wäre ich jetzt schon Level 48. Mache ich auf jeden Fall gleich. Und ja, anscheinend sind wir hier im Jesk-Gebiet, das Gormak-Gebiet. Achso, wir sind direkt im Gebiet der Gormak. Interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, ob die Republik auch hier ist. Oder ob die hier oben ist. Ob das jetzt hier schon alles wäre für das Imperium oder nicht. Die Gebiete. Nachher sind wir überall wieder unterwegs, wie bei allen bisherigen. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir wie bei Quesh ein einzelnes Gebiet für uns haben. Ja, notwendiges Opfer, das ist jetzt... Ach, die Klassenquest ist direkt hier vorne. Oh, das ist geil. Cool. Dann würde ich sagen, mache ich mal die Bereichsquest und vielleicht noch die Red Reaper Quest. Und dann sehen wir uns bei der Klassenquest wieder, bei der Kammer der Säuberung. Ich bin der Ameisenkönig, wir spielen Star Wars The Old Republic. Wenn euch diese Folge gefallen hat, drückt drauf gefällt mir und dann bis zur nächsten Folge. Möge die Macht mit euch sein. Tschüss.